Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider und wir sind immer noch in Croft Manor im Irrgarten und ich habe am Anfang des Parts jetzt nur angezeigt, so einen kleinen Ausschnitt, dass ich noch einen nächsten Elefanten gefunden habe, weil ich jetzt noch weitergelaufen bin und ich bin echt nur zwei, dreimal noch um die Ecke und zack war ich hier. Es war so einfach und ich weiß immer nicht, was das für ein komischer Zufall immer ist. Immer wenn ich denke, ich komme nicht weiter und die Aufnahme beende, habe ich das so oft jetzt schon bei meinen Let's Plays erlebt, dass ich dann genau 3 Sekunden später da bin, wo ich hin wollte, wenn ich noch ein bisschen länger gelaufen wäre. Aber es geht irgendwie immer nur dann, wenn die Aufnahme vorbei ist. Komisch. So. Was habe ich hier bekommen? Ein Haken. Damit müsste ich auch schwer zugängliche Orte erreichen. Na, ist das jetzt der Haken, mit dem wir immer so durch die Gegend springen können? Also hier können wir dann irgendwie aufmachen. Was kann ich denn hier einsetzen? Nein. Einen Bogen. Und einen Pfeil. Der Bogen und der Pfeil aus der Turnhalle, Leute. Oh, Manno. Ach, das wollen die hier haben. Jetzt weiß ich auch endlich, was in der Turnhalle... Ach so. Okay. Da müssen wir da ja irgendwie noch rankommen. Da das leider in der Turnhalle nicht gespeichert hat, muss ich das alles nochmal machen. Aber es war ja nicht schwierig. Den Weg kennen wir ja jetzt mittlerweile. Nur das mit der anderen Seite und dieser Sonnenuhr-Geschichte da oben, das finde ich ein bisschen doof. Aber was hat es mit diesen Elefanten auf sich? Vielleicht sind die für drinne. Ich habe das Gefühl, und ich glaube, es ist auch so, ich erinnere mich so, dass man überall Sachen von einem anderen Ort findet. Also man findet immer was und muss das dann aber wieder woanders bringen. Und da, wo man dann ist, da findet man wieder was für drinne. Und ja, so halt. Okay, Bogen und Pfeil von drin aus der Turnhalle. Geben wir ihm. Muss ich dann wieder den ganzen Weg wieder durch den Irrgarten laufen oder was? Bis das, damit das hier aufgeht, anscheinend schon. Und anscheinend kann ich erst dann. Oder auch nicht. Okay. Das müsste den Rückweg beschleunigen. Ja, okay. Nee, ich. Ja. Alles klar, unser Hakending funktioniert. Ziemlich gut sogar. Was ist mit da oben? Wie komme ich daran? Also komme ich daran, wenn der Pfeil einen Bogen kriegt, dass ich das dann hier bekomme? Ich hoffe es, denn wir haben jetzt unseren Haken und damit können wir auf jeden Fall in der Turnhalle weiterarbeiten als vorher. Also ich laufe da jetzt mal ganz geschwind hin und freue mich, dass ich den Weg hier schnell gefunden habe. Relativ schnell. Es hat zwar einen Part gekostet, aber ne? Ging. Und die Kontrollpunkte wäre schön, wenn die dann nochmal wirklich speichern würden und ich nicht hier wie jetzt die ganze Turnhalle nochmal machen muss. Das finde ich irgendwie blöd. Also automatisches Speichern gerne, aber dann bitte auch funktionieren. Wir haben unseren Haken. Wir haben unseren Haken. Also ich würde mich an ihrer Stelle auch ganz schön einsam fühlen hier irgendwie. Voll das Riesenhaus. Und vor allem, man hat so wenig Überblick. Ne? Man weiß ja nie, ob da ja doch jemand rumschleicht und doch jemand langläuft. Aber naja. Naja. Hier nicht. Wo war denn das jetzt nochmal? Wo war das denn jetzt nochmal? Ich glaube, da war die Turnhalle. Deswegen gehe ich mal hier rein. Ich hoffe, das war richtig. Und ich rede die ganze Zeit von Turnhalle, ne? Ich meine eigentlich diesen... Naja, da, wo wir jetzt, glaube ich, hingehen. Diesen Abstellraum. Den Strand. Strandraum, genau den hier. So. Steht das mittig halbwegs? Ja, passt schon. Ja, das Ganze nochmal. Wobei ich nicht weiß, ob das halt hier jetzt überhaupt was bringt. Aber ich glaube schon. Denn hier kamen wir damals nicht weiter ohne Haken. Aber in der Turnhalle auch nicht. Also eigentlich an beiden Orten nicht. Mal gucken. Vielleicht bringt uns das ja auf jeden Fall jetzt was.
Und musste ich hier jetzt nicht aber noch was... Nee, das ging so, ne? Komme ich hier rüber? Nee. Genau, musste ich hier nicht noch diesen Dings hier runterlassen? Wie ging denn das nochmal? Wie habe ich das gemacht? Bin ich da ran? Hier bin ich rangesprungen, weil ich hier drauf stand. Ach Mann, oh, wäre ich doch nur mal oben geblieben. Diesmal habe ich es doch noch nicht 100-mal oft genug gemacht hier. Naja, irgendwann. Am besten, du gehst ein bisschen weiter nach links. Genau. So. Bis wir es dann auch mal hier haben. Rein theoretisch ist das ganze Level hier auch ein bisschen interessanter vielleicht, wenn man das am Ende des Spiels macht, weil dann halt die ganzen Artefakte hier auch sind. Aber ich glaube, es spielt gar keine Rolle, wie man es macht. Ich weiß es gerade nicht. So, muss ich da ranspringen. Super. Klasse gemacht. Leider muss man das jetzt nochmal machen, was ich ein bisschen doof finde. Och, tolle Rolle. Lara, toll. Machst du das? Klasse. Ja. Zeig uns, was du kannst und was wir nicht können. Genau dafür bist du da. So. Ich weiß nicht, in welchem Teil das jetzt war, wo sie aber halt schneller auch hangeln konnte, wenn man die Taste gedrückt jetzt hielt. Mal abgesehen von dem neuen Tomb Raider, aber ja, auf jeden Fall kann sie das hier nicht und das ist doof, finde ich. So, jetzt muss ich das Ding da hinten holen. Ist ein bisschen blöd, dass ich das jetzt alles hier nochmal machen muss, ich weiß. Aber was soll's, schaffen wir. Geht ja jetzt, wie gesagt, alles schneller, weil ich weiß, was ich zu tun habe. Nein, du sollst dich drehen, du Ding. Aber anscheinend dahin drehen. So. Genau. Musste ich da nicht ranschießen? Doch. So. Weil es ist wichtig, dass wir das jetzt auch nochmal aufgemacht haben. Dann muss ich das nicht später machen. Dann war ich schon mal hier und habe das schon gemacht und überhaupt. Genau, das haben wir auch noch. Und dann gab es hier noch was zum Abschießen, genau. Weil wir den... Ich wünschte, das wäre nicht nötig gewesen. Ist es aber anscheinend. Ich kann doch auch nichts dafür, dass wir deine Einrichtung hier kaputt machen müssen, aber... Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da ran? Kannst du dich nicht mal umdrehen jetzt und... Natürlich muss ich da wieder hoch. Die Frage ist, wie kriege ich das jetzt da runter? Also wie kommen wir an Pfeil und Bogen? Denn der hat den Bogen definitiv in der Hand, obwohl ich nicht weiß, wo der Pfeil ist. Fällt mir gerade auf. Oder hat er auch den Pfeil? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir waren halt auf der Seite auch noch nicht. Aber wir haben jetzt unseren Haken. Das war doch auch hier. War doch auch hier, wo ich dann nicht weiterkam, oder? Ohne Haken. Das muss doch... Ja, eigentlich drücke ich gerade nach hinten, damit du mal hier hinspringst. Genau. Wir müssten halt irgendwie da mal rüberkommen und das ging vorher nicht und jetzt hier aber glaube ich schon.
Da oben aber bitte. Wie mache ich das jetzt? Ah. Ah. Oh. Sorry. Aber das ist gerade echt blöd gelaufen. Es nervt mich, dieser Weg. Es nervt mich so. Bin so froh, wenn ich das jetzt hier hinter mir habe. Wo ist denn der Pfeil? Aber hatten wir den Pfeil nicht auch noch schon irgendwo gesehen? Könnte natürlich sein, dass der jetzt in der Turnhalle ist. Würde ja passen, weil man da ja auch nicht weiterkam ohne Haken. Jetzt muss ich springen. Oh, so. Super. Und das Ding kann ich runterknallen lassen. Für, damit ich da rankomme irgendwo. Ja, anscheinend. Aber wir sind jetzt endlich auf der anderen Seite. Das ist ja schon mal was. Kann ich den rausziehen? Nein. Ich kann das hier jetzt aber runterlassen. Fehlt nur noch ein Seilstück. Was habe ich hier? Noch ein Medipack. Voll die vielen Medipacks. Wofür eigentlich? Also bekommen wir die dann schon fürs richtige Abenteuer? Weiß ich gerade nicht. Was öffnet sich denn hier? Irgendwas öffnet sich hier dann. Ach, ich kann ihn doch ziehen. Jawohl. Das finde ich cool. Ja, geh da rein in die cool. Ah. Ah so. Sehr schön. Okay. Alles klar. Oh. Ja. So, jetzt habe ich hier eine Kiste unten. Was mache ich denn mit der Schönes? Kann ich die hier irgendwie... Mein Ziel ist es immer noch, den Bogen irgendwie heranzuholen. Der direkt über uns sein müsste. Da ist er. Und der hängt an einem Seil. Und das Seil geht... Wo geht's denn rüber? Ach, wir wollen auf den Balkon jetzt kommen. Sehe ich das richtig? Dafür brauchen wir die Kiste. Und es muss irgendwas mit diesem... Mit dieser Kiste hier. Und dieser Waage da oben auf sich haben. Irgendwie kann sie die aber nicht mehr hier hinziehen als so. Wo stehst du denn, Mädel? Na, sag mal. Komisch war das jetzt irgendwie. Kann sie da oben rauf? Aber die Kiste, die habe ich ja dann... Ne, aber die hätte ich auch von hier oben nicht besser werfen können, glaube ich nicht. Nee, das... Nee. Mit dem Haken hat es aber auch nichts auf sich. Aha. Soll ich das hier ganz schnell machen? Wozu soll die Kiste dann aber gut sein? Bis ich das hier schnell schaffe? Oh, so wird das bestimmt nichts. Ist das so Sinn und Zweck? Ich weiß es gerade nicht. Das hier schnell runterlassen, damit ordentlich Schub da ist. Schnell hier rauf. Ja, sieh zu. Aber sie hält sich ja auch gar nicht fest auf der Seite. Also,
irritiert mich das gerade so ein bisschen. Aber die Kiste kann ich auch nirgendwo anders hinschieben, oder? Nee, die kriege ich hier auch nicht weiter. Kriege ich höchstens... Oder kriege ich die doch? Nee. Nee. Nee, das muss schon irgendwie so... irgendwie laufen, wie ich mir das hier, glaube ich, gerade denke. Kannst du das nicht hier unten einfach an dem Haken befestigen? Ich meine, du stehst hier direkt... vor einem anderen. Oh ja, dann nicht. Also irgendwie, manchmal nervt es auch ein bisschen hier, muss ich sagen. So. Runter damit. Ey. Willst du mich verarschen? Sie fällt immer einfach runter wieder. Das ist total bescheuert. Ja, bleib bitte oben jetzt. Mach keinen Blödsinn. Ja, ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Ah, was für eine Prozedur. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Komme ich jetzt hier rüber? Ach, so macht sie das. Ja, gut. Juhu. Oh. Ich fürchte, ich muss eine neue Statue bestellen. Ja, und du hast den Weg freigekloppt, Mädel. Und wir haben den Weg freigemacht und wir haben den Bogen. Juhu! Großartig. Finde ich auch. Das war jetzt auch nicht so einfach mit diesen ganzen Sprüngen und dem ganzen Kram hier. Gehen wir nochmal hier einmal rum. Wir sind hier im trockenen Pool. Dabei mag ich es doch so gerne rumzuschwimmen. Wie unheimlich, hier entlang zu laufen. Ah, noch ein Elefant. Machen wir mit den ganzen Elefanten? Und was mache ich hier? Hier ist ein Hebel, das geht aber nur, wenn hier Wasser ist. Nur dann kann ich den aufmachen. Heißt das, wir kümmern uns als nächstes um Wasser? Ich weiß es nicht. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal in die Turnhalle. Denn vielleicht kriegen wir da den Pfeil. Und wenn wir das alles haben, dann können wir in den Garten. Und das da einsetzen. Was wir dann da kriegen, weiß ich auch schon wieder nicht. Vielleicht reicht es aber auch, dem überhaupt erstmal den Bogen zu geben. Kann ja auch sein. Weiß ich gerade nicht. So. Solange wir so gut vorankommen, ist ja alles schön. Da ist die Turnhalle. Da wollte ich auch hin. Da wir jetzt unseren Haken haben. Beginnen wir wieder bei 1. Toll geklappt. Richtig vorbildlich. Ja, mach. So. Ist jetzt irgendwo was, wo wir unseren Haken benutzen können? Jetzt kommt ihr Hüftgewackel wieder. Nee, da auf jeden Fall nicht. Dann gehen wir hier hin, da brauchten wir den Haken, das weiß ich noch. Ha!
Ach, da oben rechts ist auch noch... Nee. Doch. Ach, das war nicht so klug. Sind wir bei der 2 eigentlich schon mal entlang gehopst? Ich weiß es gar nicht. Bei der 2. Ich denke, die ganze Zeit da oben kann man sich... Kann man auch. Da oben kann man rumhangeln. Mit dem Haken meine ich jetzt. Ich probiere halt nur das aus, was wir überhaupt machen können. Ja, guck mal, jetzt hätte sie sich doch fast... Zwar fast nur, aber fast, ne? Ja. Hm. Es muss doch gehen. Nee, das funktioniert nicht. Das macht sie nicht, weil das halt nicht der richtige Weg ist. Unter anderen Umständen würde sie es wahrscheinlich schon tun. Mann, das ist ja doof. Und ich dachte, wir können jetzt hier cool den Haken benutzen. Ich glaube, das können wir auch, aber... Ich weiß halt nicht die ganze Zeit, wofür diese Dinger da sind. Aber ich glaube, die müssen einfach mal weiter runter auch. Weil da sind Stangen dran an diesen blauen Teilen. Hier ist das Ding irgendwie ganz verbogen. Hier ist gar keiner dran. Aber ohne diese Stangen kann sie da auch gar nicht hangeln. Ich weiß nicht. Und hier war auch nichts mehr, ne? Ich probiere noch mal ein bisschen rum, auf jeden Fall. Und wenn wir hier nicht weiterkommen, dann schaue ich mal, wo es denn als nächstes hingeht. Vielleicht können wir auch den Bogen dann im Garten schon so einsetzen und kriegen dafür was. Vielleicht auch ohne den Pfeil. Habe ich auch noch nicht jetzt ausprobiert. Aber, ne, mal gucken. Im nächsten Part. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann.